Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Haben Sie eigentlich gewusst, dass zu 70% wir unseren Körper entgiften über die Lunge? Ja, diese Zahl war mir jetzt nicht so ganz bewusst und ich frage mich immer wieder, wenn wir allen möglichen Dreck einatmen über die Luft, die letztendlich auch zur Lunge geht, wie sieht dann unsere Entgiftung aus? Diese Frage möchte ich heute einem Experten stellen, der heute per Zoom zugeschaltet ist. Aber bevor wir uns den Herrn anschauen, der vieles zu sagen hat über das Thema Luft, möchte ich Ihnen jetzt gerne an dieser Stelle ein Video zeigen, das mich total fasziniert hat. Viel Spaß mit dem Video. Du filterst dein Trinkwasser? Okay, aber was ist mit der Luft, die du einatmest? Wusstest du, dass die Lunge unser wichtigstes Entgiftungsorgan ist? 70% der Entgiftung findet über die Lunge statt und somit über deine Atmung. Kaum jemand weiß das. Wir atmen, ohne darüber nachzudenken, jeden Tag ca. 12.000 Liter Luft ein. Aber ist uns dabei wirklich bewusst, dass kontaminierte Luft nicht nur die Gesundheit gefährdet, sondern auch deine körpereigene Entgiftung erheblich einschränken kann? Heutzutage ist es unerlässlich geworden, dass wir unseren Körper bewusst und kontinuierlich beim Entgiften unterstützen, um lange gesund zu bleiben. Es geht nicht mehr ohne. Bist du auch häufig erschöpft, gestresst und angespannt? Die Lösung liegt in der Luft. Wir Menschen leben in einer Welt, die durch Industrialisierung und Umweltverschmutzung geprägt ist. Immer mehr Menschen leiden unter den Folgen von Atemwegserkrankungen, COPD, Allergien oder chronischen Krankheiten. Das Problem? Unser Gesundheitssystem, kurz die Gesundheitsmatrix, lässt uns um die tatsächliche Ursache, ob bei funktionellen oder organischen Störungen, oft unwissend und lockt uns in verschiedenste Abhängigkeiten, wie zum Beispiel Medikamente und Impfstoffe. Die Zeit für unsere gesundheitliche Eigenverantwortung ist jetzt. Wir müssen umdenken. Selbstverantwortung für deine Gesundheit und die deiner Familie beginnt bereits beim Atmen. Die Atmung und die Luftatmosphäre um uns herum ist elementar und somit alternativlos. Luft ist die Quelle für zelluläres Leben. Sie begleitet uns Menschen von ersten bis zum letzten Atemzug. Unentwegt. Ja, und da sind wir wieder und jetzt möchte ich Ihnen gerne meinen Gast zeigen, der sich seit, ich glaube, 25 Jahren schon mit dem Thema Luft beschäftigt. Das ist nämlich der Guido Birto und der heute zugeschaltet ist. Lieber Guido, ganz herzlich willkommen. Guten Tag, lieber Alessandro. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Gell? Diese 25 Jahre stimmen, oder? Das sind nicht ganz 25, sind 23 Jahre. Wir haben im September 2000 angefangen. Das kann man ganz gut rechnen, also 23 Jahre jetzt. Mhm. Aber wir haben natürlich ein bisschen vorgearbeitet, aber der Start war offiziell im Jahre 2000, genau. Wir reden ja immer wieder über das Thema Sauerstoff. Das ist in der Medizin ein großes Thema, aber eigentlich redet niemand über das Thema Luft. Und da bist du eigentlich eine Einzigartigkeit da drinnen. Und speziell, wenn man mal bedenkt, wie kontaminiert heutzutage auch die Luft ist, dann müsste man das Thema schon viel ernster annehmen, oder? Genau. Vielleicht ist es sogar noch viel mehr als Luft. Wenn wir an Luft denken, denken wir immer irgendwie an den Sauerstoff. Aber wir sagen, es ist eine Atmosphäre, die wir atmen. Also im Prinzip eine Rezeptur. Es geht nicht nur um den Sauerstoff, zumal auch kaum bewusst ist, dass wir 3/4 des Sauerstoffs, den wir einatmen, als junger, gesunder Mensch unverwertet wieder ausatmen. Also das ist der Grund beispielsweise, warum man Leben retten kann durch Mund-zu-Mund-Beatmung. Also wie gesagt, es ist weit mehr als Luft. Luft besteht ja, das haben wir alle mal in der Schule gelernt, aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Edelgase. Aber in den Edelgasen sind ganz viele spannende Sachen auch mit drin, beispielsweise das CO2, allerdings nur mit 0,04% Anteil. Dann ist da auch die relative Luftfeuchtigkeit mit beinhaltet, wo wir bei uns sagen, das ist existenziell die relative Luftfeuchtigkeit, denn Sauerstoff ist ja bekanntlich reaktionsträge und muss Verbindungen eingehen, um dann auch letztendlich in den Energiestoffwechsel positiv einwirken zu können. Und da korrespondiert oder kooperiert er mit dem Wasser. Deswegen setzen wir auch sehr viel Aufmerksamkeit auf das Wasser. Also Luft ist weit mehr als Luft. Und ich sage immer, ohne Luft ist alles nichts.
Und wir finden, das ist ein spannendes Thema, mit dem man sich mal viel, viel tiefer auseinandersetzen sollte, außer das, was wir im Biologieunterricht lernen. Wie ich gerade sagte, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Ekel. Das ist irgendwie viel zu wenig. Und wir haben da eine spannende Broschüre ins Leben gerufen. Ein Ratgeber ist das mehr, der ist auch wenig verkäuferisch, sondern der ist wirklich sehr, sehr informativ, wo wir glauben, das sollte man schon in der Schule lernen oder die Ärzte oder die Studierenden letztendlich auch im Studium. Also da steht weit, weit mehr drin. Das ist die Broschüre Der kleine Atmos. Findet man auch im Internet, wenn man der kleine Atmos.de oder .com eingibt, findet man da was. Und das kann ich jedem nur mal ans Herz legen, dass man überhaupt weiß, was man atmet. Denn heute kann jeder über den Wein sprechen, den er trinkt, oder im Süddeutschen die Autofahrer oder überhaupt bundesweit, können Männer was übers Öl sagen, vieles, um den Motor zu schmieren. Aber bei der Luft, die wir atmen, da sage ich immer, da ist auch schon fast die Luft raus. Also da ist nicht viel Wissen übrig geblieben. Das ist schon fast peinlich, gell? Fast peinlich. Aber was jetzt in letzter Zeit sehr stark kommt, lieber Guido, ist speziell eine Welle aus Asien, wo man mit vielen wissenschaftlichen Studien gearbeitet hat in Bezug auf den Waldspaziergang, Waldbaden, sagt man so. Und du bist ja einer der Pioniere, die jetzt das nach Hause gebracht hat. Das heißt, man kann heutzutage Waldbaden betreiben zu Hause. Genau. Also das sogenannte Waldbaden, das kommt tatsächlich aus dem asiatischen Raum. Da gibt es über 500 wissenschaftlich veröffentlichte Studien. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das liest. Und vielen Dank für das Kompliment, dass wir die Waldluft nach Hause bringen. Also 1:1 können wir das natürlich nicht machen, aber zumindest die Energie der gesunden Waldluft, die können wir sozusagen nach Hause bringen über einen speziellen Generator, einen Waldluftgenerator, wie wir das Ganze nennen. Mhm. Also da ist schon ein hohes Maß des positiven Effektes zu Hause, aber natürlich das Ambiente und so weiter, das können wir überhaupt nicht nachstellen. Oder die ganzen Botenstoffe, die im Wald stattfinden oder kommunizieren, muss man ja schon fast sagen, die Terpene, das können wir natürlich nicht 1:1 in den Wald bringen, aber auch das können wir etwas kompensieren, indem man das, was wir mit den Waldluftgeneratoren tun, ist das sogenannte Vitalisieren. Aber das kann man kombinieren mit dem Aromatisieren. Ich glaube, das wissen wir alle, dass Aromaöle, wenn es dann der Qualität entsprechend gut ist, einiges im Körper bewirken. Und das Vitalisieren und das Aromatisieren ist eigentlich eine tolle Kombination. Und dann kann man auch so ein bisschen das Waldluftambiente nach Hause kriegen, je nachdem, welche Düfte man entscheidet. Mhm, genau. Jetzt wissen die Zuschauer natürlich noch nicht genau, um was wir da reden, aber machen ja auch keine Werbesendung. Aber nochmals, wir atmen so um die 17.000 Liter Luft jeden Tag ein. Und wir wissen, es sind sehr viele Partikel in der Luft drin, die eigentlich nicht das sein sollten, sondern es ist menschgemacht. Und das geht alles in die Lunge. Und mit deinem Generator ist es da möglich, reinigst du die Luft, die wir einatmen. Das heißt, in dieser Zeit kann sich eigentlich die Lunge viel besser regenerieren. Also wenn du mir erlaubst, sage ich erstmal, was wir nicht tun, wie man das in der klassischen Welt der Sauerstofftherapien kennt. Also dazu fühlen wir uns nicht zugehörig. Im Prinzip also eine klassische Sauerstofftherapie erhöht ja den Sauerstoff auf 90-95% oder sonstiges, das tun wir also nicht. Ich sagte eben, dass wir bei den 21% oder mit den 21% arbeiten, denn 3/4 des Sauerstoffs, den man einatmet, atmet man in der Regel unverwertet wieder aus. Also wir erhöhen nicht den Sauerstoff, wir reduzieren den Sauerstoff auch nicht, wie das andere Methoden tun. Wir ionisieren auch nicht und wir fügen auch kein Ozon zu. Sondern wir haben bei uns einen Prozess, einen entscheidenden Prozess der Photosynthese technologisch nachstellen können. Und zwar das Zusammenspiel zwischen Licht, Luft und Wasser, mal oberflächlich in Anführungszeichen gesprochen. Das heißt, in der Natur entsteht ein höherer Energiezustand des Sauerstoffs, wenn das Sonnenlicht auf das Blattgrün Chlorophyll trifft und das wiederum in Anwesenheit der Luftfeuchtigkeit. Da wird der sogenannte Triplet-Sauerstoff, das ist der atmosphärische Sauerstoff, den wir jetzt beide beispielsweise einatmen,
für einen kurzen Moment durch diesen Photosyntheseprozess in einen höheren Energiezustand gebracht. Der nennt sich Singlet-Sauerstoff, Singlet Oxygen. Aber dieser Zustand ist überhaupt nicht stabil und fällt mehr oder weniger in dem Moment, wo er entsteht, in den Grundzustand zurück. Aber nach dem Energieerhaltungsgesetz geht die Energie nicht verloren, sondern sie ändert ihren Zustand. Wir sagen, es wird Information in Anführungszeichen. Und diese Information geht über die Sauerstoffmoleküle, über die Wassermoleküle oder präziser über die Atematmosphäre, die wir inhalieren, etwa 12 bis 15, 18.000 Liter, wie du schon sagtest, über die Lunge, kommt die Energie dann in den Körper rein. Ohne den Sauerstoff zu erhöhen, ohne zu ionisieren und ohne Ozon. Also es ist eine völlig neue Technologie, beziehungsweise damals eine Erstentwicklung gewesen. Und wir sagen da ganz klar Qualität statt Quantität. Ich hatte früher auch mit bei Patientenbehandlungen, auch bei COPD-Patienten und bei Asthmatikern mit dieser Technologie gearbeitet und immer gesehen, dass diese Patienten extrem gut darauf reagiert haben. In welchen Problematiken ist das eigentlich sonst noch sinnvoll? Macht das für jeden Sinn oder ist es einfach wirklich Leute mit gewissen Problemen? Also wir möchten das gar nicht so pauschal sagen. Es ist einfach, wir haben Anwender, die sind von 8 Lebensjahren bis 80 Lebensjahre. Und da passiert einfach immer irgendwie was Unterschiedliches. Aber das, was du ansprichst, weil du hattest ja damals auch mit vielen Menschen mit chronischen Erkrankungen zu tun, da geht es natürlich auch um das Entgiften. So, und das Entgiften ist eigentlich das A und O, was wir heute tun müssen. Wir sprechen alle immer über die Versorgung, aber was ist denn mit der Entsorgung? Das ist wenigstens genauso wichtig. Und du weißt, wir haben eine Broschüre ins Leben gerufen, die heißt, was hält uns am Leben? So, und da zeigt man einmal auf, wie denn überhaupt die Entgiftung stattfindet. Wir denken immer, das ist über den Darm, über die Blase oder sonstiges oder zu 99%, aber dem ist nicht so. 70% der Entgiftung finden nun mal über die Lunge statt, 20% über die Haut, 7% über die Blase und etwa 3% über den Darm. So, das macht einfach mal das Verhältnis deutlich. Das merkt man ja alleine schon, wenn man 12.000, 15.000 Liter am Tag inhaliert. Da kommen natürlich jede Menge rein und auch jede Menge wieder raus. So, und die Chinesen, wo wir damals auch unsere Gerätschaften exportiert haben, die haben das Ganze mal als Lungenreinigungsmaschine definiert. Weil es unter anderem dafür sorgt, dass das Abhusten beispielsweise, du sparst eben die COPD-Betroffenen an, das ist eine unserer, oder da, wo Energy am besten funktioniert. Und die Menschen haben das Problem, dass die auch verschleimte Lungen haben. So, und wenn die Alveolen und so weiter durch den Schleim abgedeckt sind, können die natürlich nicht ihre Arbeit machen. Und von daher glauben wir, dass das alleine über die Reinigung ein Prozess ist, der sehr, sehr vielen Menschen hilft. Und wie du schon sagst, der Energie ist es relativ egal, ob die damit COPD behandelt oder irgendein Energiedefizit, ob das CFS ist, ob das Burnout ist, Schlafstörungen, was auch immer. Also da haben wir allerlei Phänomene in den 23 Jahren erlebt und haben einfach das Gefühl, dass es eine sehr sanfte und stressfreie, eine gut körperverträgliche Methode ist, die allerlei Prozesse in Bewegung setzt. Das ist also nicht für eine Indikation gemacht, sondern letztendlich kann man den Nachweis bringen über die oberste Steuer- und Regelzentrale, also das vegetative Nervensystem. Und da zeigt Energy immer wieder, wer das regelmäßig anwendet, dass der Parasympathikus, also der Entspannungsnerv, stimuliert wird. Und ist der Körper entspannt, kann er einfach viel, viel mehr Prozesse initiieren, regenerieren, reparieren, aber auch besser regulieren. Also das sind sozusagen die drei R's, die wir bei Energy ansprechen. Also das ist eigentlich ein Gerät, wo ich dann eine Maske anhabe, eine Atmungsbrille, wo dann einfach diese gereinigte, energetisierte Luft mir direkt in die Nase reingeht und da kann ich abends vorm Fernsehen eine Stunde, zwei sitzen, ganz gemütlich, wie ich will, oder? Genau, wobei der große Unterschied ist, bei Energy brauchen wir halt nicht die Atemmaske,
Wir haben also Untersuchungen machen lassen, übrigens auch über die HRV gemessen. Atemmaske ist alleine schon ein Stressfaktor, muss man ganz klar sagen. Und dadurch, dass wir etwa nur 4 Liter pro Minute supplementieren sozusagen, also es ist eine Art Atmungsergänzung, eine Nahrungsergänzung, sondern eine Atmungsergänzung, sind das etwa 4 Liter, 3 bis 4 Liter die Minute, die also zusätzlich über die Atembrille ausströmen. Somit braucht man die extreme Maske nicht. Mhm. Also das ist der Applikator, wie wir das nennen. Ja, im Prinzip kann man das überall auf der Welt machen, zu jeder Zeit. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Wir sagen auch nicht morgens, mittags und abends Energy anwenden oder vitalisieren, wie wir es konkret nennen, sondern dann, wenn es gut tut. Mhm. Denn im Körper passiert ja etwas. Wir haben Menschen mit 40, 45 Lebensjahren, oft sind das Damen, die dann auch allerlei Stress ja in den Jahrzehnten zuvor hatten und dann kommen die irgendwann dann zur Ruhe, besinnen sich auf mehr Gesundheit und merken dann oft, wenn die Energy atmen, dass die erstmal müde werden. So, dann sagen wir einfach, okay, wenn dem so ist, dann mach es, bevor du schlafen gehst oder bevor du Mittagsschläfchen machen kannst. Oder viele sind auch danach aufgedreht. So, aber das können wir natürlich nicht vorher wissen. Je bewusster man ist, je besser man sich ernährt, je eher spürt man subjektiv die Energy-Anwendung auch. Mhm. Aber objektiv ist es natürlich auch messbar über die, wie gesagt, HRV-Messung. Also da tut sich immer was. Aber man muss einfach wissen, morgens, mittags oder abends, wir sagen, wie gesagt, wenn es gut tut, wir geben das im Prinzip nicht vor. In Bezug auf Messen komme ich noch was zurück. Ich habe auch mal gemessen, ganz etwas Spannendes. Aber was ich zuerst sagen wollte, mein Vater hat da ja auch immer so große Probleme mit der Luft und wir haben ja dort auch einen Versuchsballon gestartet und er hat das Gerät sowas von geliebt und war jeden Tag 3-mal mindestens 1 Stunde dran und konnte plötzlich wieder Treppe rauf, Treppe runter, hatte einfach Luft. Und dann bin ich ja ins Messen gegangen. Wir haben so ein Gerät hier im Haus, wo wir die Sauerstoffverwertung messen. Das heißt, diese 21% kommt rein. Aber wie viel Prozent atmen wir raus? Du sagst, 4% wird verbrannt. Ja, aber in unseren Experimenten war es so, die hatten ja, ein Krebspatient hatte etwa 2% verbrannt, 2,5. Aber nach dem Atmen mit diesem Gerät hat sich das sehr oft auf 3, 4, 5 bis 6% erhöht. Oder bei mir war es, ich hatte 5% und nachher hatte ich 7%. Und das hat man gespürt. Du hattest einfach logischerweise mehr Sauerstoff verbrannt, heißt, du hast auch mehr Energie produziert. Inwiefern wird das auch im Spitzensport genutzt, sowas? Ja, natürlich, selbstverständlich. War aber anfangs das Problem, da vor 15, 17 Jahren wurden verschiedene, ich sag mal, sauerstoffführende Methoden verboten. Die kamen damals auf die Forbidden-List. Aber wir hatten zu dieser Zeit jede Menge Sportler. Du weißt, die deutschen Biathleten und eigentlich in allen Bereichen, aber nicht nur die deutschen. Aber das sind auch oft Sportler gewesen. Die hatten dadurch einen Trainingsvorteil und die wollten natürlich nicht, dass wir groß das an die Glocke. Aber Fakt ist, wir haben damals noch vom Professor Jung initiiert eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der NADA, das ist die Nationale Anti-Doping Agentur oder Agency, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Also es ist kein Doping. Wir sehen das auch eher heute als eine Brücke zwischen einer Klimaanlage und einer Heizung als eines extremen Medizinproduktes in der Form. Denn letztendlich revitalisiert es die Luft. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein extremes Medikament oder sonst was. Das ist irgendwie die Brücke zwischen einer Klimaanlage und einer Heizung. Wir wissen, eine Klimaanlage, die geht auf Kosten der Vitalität, weil die die Luftfeuchtigkeit separiert sozusagen. Und genauso wie eine Heizung, das wissen wir auch, eine Heizung trocknet die Raumatmosphäre aus. Also du merkst, Alexander, ich könnte da so viel zu sagen. Da kommen wir immer vom Hölzchen auf ein Stöckchen, wie die Großeltern das früher sagten. Aber ja, es wird im Sport eingesetzt, aber in erster Linie zur Regeneration. Mhm. Denn das ist das A und O. Viele Sportler, gerade im Profibereich, die haben 1, 2, 3 Einsätze pro Woche. Und wir wissen alle, wenn wir mal einen extremen Einsatz haben, dass wir immer 2, 3, 4 Tage brauchten, um dann wieder zu sagen, okay, ich krieg's jetzt nochmal hin mit der entsprechenden Leistung. So, und da ist es sehr beliebt,
Jetzt habe ich im Prinzip das Gröbste beantwortet, aber deine Kernfrage habe ich, glaube ich, nicht beantwortet. Kannst du die bitte nochmal wiederholen? Nein, du hast alles beantwortet, ob es im Sport genutzt wird. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass das früher sogar in der Formel-1-Industrie drin war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sogar mal ein Statement da war von Ottmar Hitzfeld. Oh ja. Im Bereich Fußball. Und ich glaube, da gibt es noch einen meiner größten Künstlerstars im Bereich als Sänger in Deutschland. Ich sage jetzt nur der Vorname. Oder darf man den ganzen Namen sagen? Der Herbert Grönemeyer war das. He? Der sagt ja auch zur Regeneration, nach jedem Konzert ist für ihn Energy nicht mehr wegzudenken. Und das finde ich schon etwas sehr Authentisches zu sehen, dass man es einfach mal spüren müsste. Jetzt, es ist immer so, die Katze im Sack zu kaufen, ist ja immer nicht so empfehlenswert. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass man das einfach mal an sich selber testen kann und dann sagen kann, okay, es hat mir gut getan und das wäre jetzt etwas für mich? Genau, also probieren geht über studieren, wie man so schön sagt, ganz klar, das macht auch Sinn. Wir haben in Deutschland etwa 250 bis 300 gewerbliche Standorte bei Kooperationspartnern, die stehen bei Ärzten, da sind allerlei Institutionen im Wellness-, Lifestyle-, Beauty-Bereich dabei, also da kann man hingehen und mal eine Kur von mindestens 20 Anwendungen machen. Wir sagen immer, einmal ist keinmal, zehnmal ist schon ein guter Ansatz, aber 20 Mal, um da überhaupt zu fühlen, was da passiert, weil nicht alle sind so sensibel mit sich selber. Und da brauche ich schon mal einen Moment. Da gibt es auch allerlei Institutionen, die könnten dann theoretisch auch mal eine HRV-Messung machen. Dann hat man nicht das Subjektive, sondern dann hat man das Objektive. Mhm. Genau. Aber man muss auch ganz klar sagen, man muss dem Körper Zeit geben, zu reparieren, zu regenerieren. Und man geht dann oft in der Erwartungshaltung dann irgendwo 10, 20 Mal hin und sagt, okay, ich mache das jetzt. Und denkt man, wäre dann Herkules danach. Also ich will sagen ganz klar, man sollte das eigentlich mindestens 3 bis 6 Monate regelmäßig tun. Das ist dann ein bisschen schwierig. Also es gibt allerlei Modelle, Mietmodelle und so weiter. Wo ein Wille ist, auch ein Weg. Wer daran interessiert ist, einfach an uns wenden. In der Schweiz stehen ja auch jede Menge Geräte bei gewerblichen Partnern und sowas. Also wo ein Wille ist, ein Weg. Einfach nachfragen, wie wir das erreichen können. Aber nach 23 Jahren können wir natürlich sagen, das ist hunderttausende Male getestet worden. Und man muss es einfach in die Regelmäßigkeit reinbringen. Und deswegen sollte man sich ein Gerät für zu Hause, für die Familie oder für ein Büro zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge anschaffen. Denn sowas kostet mittlerweile weniger als eine Packung Zigaretten am Tag, selbst für die Gewerbetreibenden. Und das ist durchaus eine Investition, die man über 10, 20 Jahre auch mal machen sollte. Und dann ist die allemal amortisiert auch, weil das ist alles noch erschwinglich, das Ganze. Ist also nicht so, dass wir da extreme Summen erfahren. Jetzt nochmals diese Broschüren, du hast 2 Broschüren genannt. Der eine war der kleine Atmos, das findet man einfach, indem man bei Google diesen Namen eingibt, der kleine Atmos Broschüre, dann kann man das durchlesen. Und dann hast du noch eine zweite gehabt, was hält uns am Leben? Wo finde ich diese Broschüre? Ebenso im Internet auch unter dem Stichwort eingeben. Oder es gibt eine Website, die haben wir, da findet man alles. Die nennt sich lebendige Luft. lebendigeluft.de ohne Punkt und Komma, dann ist das da. Und der kleine Atmos, du hast eben den Herbert Grönemeyer angesprochen. Wir durften seinerzeit auch mit seinem Bruder Dietrich Grönemeyer zusammenarbeiten. Der hatte ja damals auch den kleinen Medikus ins Leben gerufen. Das war diese beliebte, das kleine ABC für die Hausapotheke sozusagen, dass die Kinder sich auch mal mit der Gesundheit auseinandersetzen. Und der kleine Medikus inspirierte uns damals im Prinzip, den kleinen Atmos daraus zu machen. Und da ist auch ein Zitat von dem Herbert Grönemeyer drin, denn da waren wir sehr dankbar und ein wenig stolz damals auch. Der hat sich nämlich selbst als bekennenden Energetiker bezeichnet in seinem Referenzschreiben aus 2010. Und er sagte, für ihn habe Energy die kuriose Qualität oder Eigenschaft, es belebe und es beruhige zugleich. Und für ihn gehört es mittlerweile zum täglichen Leben, wie das Zähneputzen und das Duschen. Also es war natürlich eine Riesenanerkennung für uns. Und ja, Ottmar Hitzfeld, den kennt man ja als Schweizer dann nachher auch. Der hatte 2004 uns schon das erste Referenzschreiben gegeben und damals war er in den Medien aufgefallen im Prinzip, weil er Burnout hatte
und dann im FC Bayern nicht mehr weitermachen wollte oder konnte. Und ein paar Monate später hatten wir schon das offizielle Referenzschreiben. Und du sprachst auch eben ein paar Menschen aus der Formel 1 an, also ganz offiziell Rubens Barrichello, der Brasilianer, ist übrigens der Formel 1-Fahrer mit den meisten Renneinsätzen aller Zeiten. Und darum waren wir damals besonders glücklich, dass er sich auf Energy gestützt hat. Aber auch zu dieser Zeit ist er mit dem Jenson Button zusammengefahren im Team Brown. Und die sind gemeinsam also Weltmeister geworden in diesem Jahr. Und Energy war dabei sozusagen. Und da könnte ich noch viel aus dem Nähkästchen erzählen. Aber unterm Strich wollen wir den Mensch erreichen. Und ich will mal sagen, die es regelmäßig tun, bei 8 von 10 Anwendern ist da ein Vorteil gegeben. Danke ganz herzlich, liebe Guido. Finde ich extrem bedeutsam und wichtig, was du da machst. Und ich kann eigentlich auch nur dazu appellieren, einfach es mal zu versuchen, mal so ein Mietgerät zu testen und zu schauen, wie einem das wirkt, wie viel Energieaufbau hat man da, wie besser wird die Luft und wie viel und wie merkt man das selbst. Das finde ich halt spannend. Und da erinnere ich mich einfach an meinen Vater und an diese Krebspatienten, die wir hier hatten. Und die waren einfach alle nur glücklich in diesem Sinne. Lieber Guido, danke für die ersten 23 Jahre und weiterhin ganz viel Erfolg. Und danke, dass du uns da etwas über die Lunge und über die Kapazität der Lunge und über eure Geschichte erzählt hast. Danke, Alexander, dass wir die Möglichkeit haben, das bei deinem tollen Sender auch zu publizieren. Sehr gerne. Denn ohne Luft ist alles nichts. Und ich finde, wir Menschen müssen einfach bewusster werden. 12.000 Liter pro Tag. Und da steckt so viel Geschichte drin. Und Energy, Atemluft macht auch Spaß, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn man sich einmal mal damit auseinandersetzt, dann ist das ein wundervolles Thema. Ich sehe ja hinten rechts noch so einen Helm liegen. Das sind ja Sachen, die du ja wieder am Tüfteln bist. Der nächste Prototyp. Da werden wir natürlich auch mal eine Sendung machen, dass du uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zeigst, wo eigentlich alles für Entwicklungsschritte bei euch vorwärts geht. Ich habe nicht so viel Gelegenheit, mit so Forscher zu reden oder einfach mal den Menschen mal zu zeigen, wohin gewisse Reisen gehen. Einfach nur spannend. He? Wir bleiben am Ball. Okay. Alles Gute, Guido. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute. Gute Luft wünsche ich Ihnen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.